Reifensituation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind, aber sie machen es nicht mehr lang und es wird schwierig für dich sein, sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Intermediates sind bereit, wenn du sie brauchst. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja, mit der Alternativstrategie kommt es jetzt ein bisschen spät um die Ecke. Ich bin schon an der Box. Los, fahr jetzt! Okay, immerhin den Flügel haben sie vorne geändert. Kimi ist reingekommen. Kimi fährt an die Box. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das wird wahrscheinlich nicht so eine große Auswirkung haben, leider. Also das werden jetzt harte 13 Runden. Weil wie gesagt, Regen ist nicht unbedingt meins und da die KI so übertrieben schnell mit ist, bei den Bedingungen sehe ich hier echt ein bisschen schwarz gerade. Einzigster Vorteil, den ich gerade habe, dass ich 5 Sekunden aktuell Vorsprung gegenüber Bottas habe, aber der wird wahrscheinlich innerhalb von 1-2 Runden komplett weg sein. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. Selbst mit den Inters ist es hier aktuell echt rutschig. Aber gut, ist ja auch erst die erste Runde. Das Temperaturfenster auf den Hinterreifen ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung mit 80 Grad. Das geht auf jeden Fall klar. Und ich fahre jetzt auch gerade extra ein bisschen auf Mager. Zum einen, um die Reifen ein bisschen zu schonen. Und auf der anderen Seite, weil komischerweise im Regen der Benzinverbrauch, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber der explodiert da förmlich. Also ich verbrauche wesentlich mehr Sprit im Regen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 12,9 Sekunden. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen übervorsichtig gebremst, aber ich wollte auch nicht jetzt aus der Kurve fliegen. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Nein, Jeff. Mein Verfolger kommt näher dran, eher um einige Sekunden, aber gut. Ja, das ist wieder typisch Jeff. Den kriegen sie irgendwie auch nie so richtig vernünftig programmiert. Aktuell ist der Abstand noch nicht ganz so krass. Vielleicht hat er aber auch gerade Probleme. Aber ein dritter Platz wäre halt echt geil. Aber auch schon ein vierter oder fünfter Platz, da würde ich schon feiern. Sekunden aktuell. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,2 Sekunden. Noch passt's ungefähr. Also noch finde ich die KI nicht zu übertrieben. Aber das kann sich noch ändern. Oder das Gerücht stimmt nicht, das kann natürlich auch sein, aber es war eigentlich immer so, dass die KI zu stark war und wie gesagt, also mit dem neuen Patch sollen sie wohl nochmal irgendwie verstärkt haben, warum auch immer. Ich hoffe, dass die Flügeleinstellung, die ich eben vorgenommen habe, wirklich ein bisschen was gebracht hat.
Also auf die Top 2 brauche ich eh nicht mehr schielen, okay, so, wow, so weit weg wie die sind. Das war knapp. Da war der Wagen richtig unruhig in den Kurven. Also manche Kurven, die sind ganz gut zu durchfahren, aber manche sind richtig giftig und biestig. Das war auch gerade knapp an einem Flügelschaden vorbei. Ein paar Millimeter weiter links oder rechts und es hätte geknallt. Auch das war gerade knapp, da wollte ich gar nicht so weit an die Wand dran fahren. Also es ist schon echt schwieriger zu kontrollieren. Ich glaube, vor allem wenn ich ein richtiges Regen-Setup hätte, würde es vielleicht etwas besser hier laufen. Aber gerade bin ich eigentlich vollkommen zufrieden. So ein bisschen haben die Flügeleinstellungen schon was gebracht. Und gleich sind es ja nur noch 10 Runden. In Anführungszeichen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 34,5 Sekunden. Mein Teamkollegen habe ich auf jeden Fall mal kräftig abgeledert mit 34 Sekunden. Obwohl der eben auf Medium gestartet ist. Also krass. Wetterbericht. Okay, will er nicht. Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Das mag er hier nicht. Also hier sind die zwei Kurven, die in meinem Wagen überhaupt nicht liegen gerade. Aber ich halte mich doch schon ganz gut auf der Position gerade. Also ich habe echt erwartet, dass es schlimmer ist. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Muss ich jetzt ein bisschen vom Gas gehen, sonst hätte es, glaube ich, geknallt, beziehungsweise ich wäre wahrscheinlich zu sehr gerutscht dabei. So wie hier, ein bisschen weit rausgerutscht. Noch ist alles im Rahmen. Das Magerfahren lohnt sich auf jeden Fall gerade. Zumindest kommt mir das so vor, dass ich dadurch in den Kurven besser die Kontrolle behalten kann und ja, der Benzinverbrauch halt dann nicht so eklatant hoch ist. Ich glaube, die Kurven bin ich in den letzten zwei Runden auf Standard gefahren. Mal gucken, ob das hier mit Mager ein bisschen besser geht. Ja, ist aber immer noch kacke. Bottas kommt näher. Und dahinter ist, glaube ich, ein Red Bull. Der dürfte auch Spaß haben, mich zu jagen. Da richtig nah dran.
Aber Vettel und Hamilton sind mega nah beieinander, wie ich das sehe. Sehen meine Reifen aus. 20 und 22%, das geht da eigentlich dafür, dass ich die jetzt seit Runde 10. Ich glaube Runde 10 habe ich sie aufgezogen oder 11. Und ich habe halt schon einige Rutscher drin gehabt, also das hat den Reifen halt auch nicht so unbedingt gefallen. Ja, hier komme ich gar nicht mehr schnell rum. Auch die ist manchmal ein bisschen kompliziert. Okay, irgendeiner scheidet da, glaube ich, gerade aus. Alexander Albon. What the fuck? Ich hab doch zur selben Zeit. Ich guck mir das jetzt mal an. Hä? Da habe ich eben auch gebremst die ganze Zeit. Jetzt habe ich einen halben Meter früher gebremst, dann ging's, aber warum ist denn das Auto jetzt auf einmal. Wow. Okay, ich verliere so langsam die Bodenhaftung. Das ist jetzt nicht so geil. Und dadurch wird natürlich Bottas näher rankommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich noch einen zweiten Stop machen muss und mir nochmal neue Inters holen muss. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 38,6 Sekunden. Oh, Bottas kommt immer näher. Also ich glaube, lange werde ich den nicht mehr hinter mir halten können. Dahinter ist auch ein Red Bull, also der könnte auch schwierig werden. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Naja, aber der ist in der Park im Parkbereich quasi. Also da behindert der jetzt nicht wirklich. Den sollten die da eigentlich auch schnell bergen können. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,3 Sekunden. Das hat mich gleich definitiv. Fällt das auch immer schwerer, gerade das Auto auf der Strecke zu halten. Muss ich ganz klar zugeben. Aber jetzt kann ich aber auch nicht aufgeben. Ich werde versuchen, alles zu geben, was ich ja gegenüber Bottas und dem Red Bull, der etwas weiter dahinter ist, machen kann. Dahinter ist erstmal eine etwas größere Lücke zu dem Haas. Also da dürfte es nicht so das Problem geben, vor dem noch zu landen. Aber mit Bottas wird richtig schwer. Jetzt ist er quasi sogar im DRS-Fenster bzw. im direkten Windschatten. Also lang wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern, bis er mich dann hat. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Das ist definitiv ein sehr intensives Rennen gerade. Alter, der hängt mir richtig am Arsch.
20 Sekunden habe ich auf Hamilton Rückstand. Alter Schwede, da merkt man, wie schnell die da vorne sind oder wie langsam ich bin im Regen. Wenn ich bedenke, wie gut wir eigentlich im Trocknen unterwegs waren. Da hatten wir ja eigentlich den zweiten Platz die ganze Zeit inne, vor dem Boxenstopp zumindest. Und danach war ich eigentlich auch in einem guten Kurs, bis dann halt der Regen eingetreten ist. Weil dann wurde es zunehmend rutschiger und ja. Seitdem hader ich hier so ein bisschen mit der Bodenhaftung. Kleiner Quersteher. Der kommt immer näher. Aber ich werde es ihm nicht zu einfach machen, das kann er vergessen. Das kann er knicken, wenn er denkt, dass ich ihn einfach so vorbeilasse. Alter Schwede. Vor allem, wenn ich bedenke, als ich auf die Boxenstrategie geguckt habe, habe ich das nur mit meinem Augenwinkel gesehen, dass es regnen soll. Aber da war es eher zum Rennende hin, dass es regnen soll. Aber es ist ja schon seit weit über der Hälfte am Regnen. Also unter den 13 Runden definitiv, was die Hälfte wäre. Wow. War ja schon vorher am Tröpfeln. Also finde ich schon heftig, da war die Boxenanzeige dann mal ein bisschen sehr falsch. Okay, da hat er mal kurz mich überholt. Ich weiß nicht, ob er da extra zurückgesteckt hat oder ob ich dadurch, dass ich die Außenlinie hatte, da ein bisschen besser quasi rumgekommen bin. Aber der wird jetzt natürlich auf der Geraden durch den Windschatten nochmal alles probieren. Wow. Das ist mir jetzt gerade echt... Der hat mir jetzt ernsthaft den Flügel kaputt gemacht, der Pisser. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Na gut, schnell fahren kann ich hier aktuell eigentlich eh nicht mehr so wirklich. Bei den Wetterbedingungen. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und wenn ich es schaffe, den so hinter mir zu halten, dann passt's ja. Ansonsten, wenn er halt wirklich zu schnell ist oder er mich halt wirklich überholt, dann ist es halt so. Ich fahre halt, man muss immer noch bedenken, einen Sauber, der hier eigentlich nicht hingehört. Der halt nur durch die gute Qualifying-Leistung so weit vorne ist. Der Red Bull wird gleich auch aufschließen. Weil ich halt hier doch Bottas, glaube ich, doch tierisch auf gerade. Aber es sind nicht mehr viele Runden, das ist das Gute gerade. Ich habe doch jetzt gar nichts mehr gemacht. Beziehungsweise das eine Mal war ich auch gar nicht selber schuld, sondern ist mir ja Bottas
Also ist Bottas gegen mich gefahren, aber gut. Bald haben wir es geschafft. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Aber aktuell haben wir noch gut, dass ich hier auf der Geraden ruhig ein bisschen fett fahren kann. Weil ich hier in dem Abschnitt eh auf Mager runterschalte. Es fährt sich hier definitiv dann angenehmer hier mit den engen Kurven. Pass auf, dass du mit diesen Reifen nicht in Schwierigkeiten gerätst. Sie nutzen sich allmählich ab. Eine Weile sollte es aber noch gehen. Aha, Bottas. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen viel gebremst vielleicht, aber ich will halt nicht riskieren, noch mehr Schaden zu bekommen oder gar komplett auszu... Ich sollte mich nicht ablenken lassen. Das ist definitiv eine falsche Weise. Vor allem sollte ich nicht aufs Display gucken in dem Moment, wo ich zu einer Kurve hinfahre. Ich war mir nämlich gerade nicht sicher, in welchem ERS-Modus ich war. Bis ich dann die 0 neben dem ERS gesehen habe. Das ist sowas, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich da mich nicht so stark von ablenken lasse. Also ein kurzer Blick drauf ist okay. Aber ich darf mich da nicht von irritieren lassen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 25,3 Sekunden. Sind ja nicht mehr viele Runden, also das werden wir ja wohl noch irgendwie über die Runden kriegen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wie sehen die Reifen aus? Die haben schon gut federn lassen müssen. Jetzt geht mir das eher, ist auch noch aus gerade. Gott sei Dank sind es nicht mehr viele Runden, aber Bottas könnte vorbeigehen und Verstappen. Ansonsten, wenn ich so auf die Minimap gucke, sehe ich keinen, der da sonst noch in den Positionen groß eingreifen kann. Ja, es war wieder sehr langsam um die Kurve. Aber lieber ein bisschen schleichen, als wie die Achse kaputt machen, beziehungsweise kompletten Reifen abzureißen. Das wäre jetzt richtig dämlich, so kurz vor Schluss. Verstappen ist auch ganz nah an Bottas dran gerade. Vielleicht gibt der mir ja sogar ein bisschen Schützenhilfe, indem er den Bottas da ein bisschen angreift. Also da hätte ich kein Problem mit. Aber es kann halt genauso gut sein, dass die mich jetzt hier beide überholen werden. Weil Bottas hat hier definitiv eine weitaus höhere Geschwindigkeit. Und Verstappen kommt hier auch mit kräftig Geschwindigkeit an. Ja, Bottas ist vorbei. Ah, das okay, habe ich schon fast mitgerechnet. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Da habe ich aber wirklich schon fast mitgerechnet.
dass ich den nicht mehr so lange hinter mir halten kann. Wird es halt leider dann doch kein Treppchen. Nach dem doch sehr schönen Qualifying. Aber selbst mit dem fünften Platz bin ich zufrieden. Also selbst wenn Verstappen mich hier noch kriegen sollte, damit wäre ich auch schon mega happy gerade. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, das war auch ein bisschen unklug und auch ein bisschen unfair gegenüber Bottas. Das musste nicht sein. Und es passiert mir sofort wieder. Hä? Stehen tue ich das jetzt gerade nicht, aber gut. Aber das halt so auf Nummer sicher gehen. Dem nicht reinknallen, was halt echt unfair wäre. Weil der hat echt einen guten Fight mit mir gehabt, das ganze Rennen über. Und wenn dadurch jetzt Verstappen die Plätze kriegen würde, fände ich es halt auch ein bisschen scheiße. Der halt nur hinterhergefahren ist quasi und sich dadurch dann die Plätze erschleichen könnte. Aber Bottas und ich hatten auf jeden Fall schöne Fights. Jetzt geht's gleich Gott sei Dank in die letzte Runde. Und Verstappen ist im Angriffsmodus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Den Angriff konnte man noch abwehren. Leiden. Aktuell, das könnte gut sein. Das könnte wirklich gut ausgehen. Vor Verstappen zu landen wäre halt echt ein Träumchen jetzt. Und aktuell sieht es ganz gut aus. Wenn ich jetzt keine groben Schnitzer mache. Lieber halt sehr viel früher bremsen, als wie in der Wand landen. Das war wieder sehr knapp. Jetzt muss ich gleich nur den Ausgang noch richtig hinbekommen. Hier kann er nicht aus. Vettel hat das Rennen gewonnen vor Lewis Hamilton. Dritter wird Valtteri Bottas. Mit ein bisschen Glück werden wir Vierter. Wenn Verstappen mich nicht noch kriegen sollte. Das wäre unser bestes Saisonergebnis. Und aktuell sieht es gut aus. Aber wir hauen auch alles raus, was wir gerade haben. Und es reicht. Puh. Alter Schwede, war das ein anstrengendes Rennen. Alter. Puh. Ferrari hat das Rennen noch gedreht. Ein großartiger Sieg. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Regen kann das Renngeschehen auf den Kopf stellen und die Reihenfolge durcheinander werfen. Das haben sie heute ausgenutzt und sich so den Sieg geholt. Bei solchen Bedingungen braucht man immer etwas Glück, aber sie sind mit der Strecke gut zurechtgekommen und haben dadurch gewonnen. Naja, Vettel war die ganze Zeit vorne, also von daher passt das schon. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Aber ich muss sagen, das Rennen hat echt Spaß gemacht, also es hat mir echt gefallen, auch wenn das mit dem Regen echt schwierig war, aber wir haben es irgendwie dann doch noch hingekriegt. Und das war das beste Saisonergebnis, was wir eingefahren sind. Also nicht schlecht.
Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Naja, ich muss sagen, Lewis Hamilton hat halt davon profitiert, dass er auf Mediums gestartet ist. Sonst wäre der auch nicht so weit vorne, weil alle anderen mussten vor dem Regen in die Box fahren und er konnte halt mit dem einen Boxenstopp direkt auf Inters wechseln. Sonst wäre der wahrscheinlich auch nicht in den Punkten gelandet, so wie das aktuell dann aussah. Also von Startplatz 14 hätte der da, glaube ich, nicht viel gerissen. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Okay. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Da machen wir mal keinen Kommentar. Tja, trotzdem danke. Ich weiß nicht, was die auch immer angepisst ist. Warum stellt die mir keine drei Fragen? Manchmal stellt sie mir zwei, manchmal drei. Dann soll sie mir vernünftige Fragen stellen. Und, ja, keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall gegenüber Raikön. Ja, da haben wir gleich schon die Rivalität bald gewonnen. Gegenüber Lukas Weber sind wir auch um einiges besser aktuell. Also da haut es aktuell sehr gut hin. Sehr schön. Okay, bei... Wow, warum sind wir jetzt bei Haas, Ferrari, Renault, McLaren, Red Bull, Racing Point und Mercedes so übelst abgestürzt? What the fuck? Was ist mit denen los? Alter, wollt mich doch verarschen. Okay, wir kriegen neue Vertragsverhandlungen. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Bessere Ressourcenpunkte machen wir mal. Upgrades pro... Drei Upgrades pro Abteilung brauche ich eigentlich gar nicht. Und vielleicht die Boxenstopps ein bisschen schneller. Tun wir mal vorschlagen. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Okay. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Ich hätte noch mehr rausholen können. Also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Das ist krass. Also hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich die gleichzeitige Weiterentwicklung anders gemacht, aber... Ja gut, aber immerhin, wir haben den Bonus 75% auf Ressourcenpunkte für Rennen und 30% schnellere Boxenstopps. Das ist schon rennentscheidend. Ob wir jetzt ein Upgrade mehr machen können pro Abteilung. Wir haben eh nicht so viele Ressourcenpunkte, von daher macht das auch nicht unbedingt so viel Sinn, da auf drei Upgrades pro Abteilung zu gehen. Also zwei kriegt man meistens eh nur hin, von daher c'est la vie. Gut, ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!